Wir widmen uns ganz stark diesem Thema Lernräume, weil uns ja allen klar ist, das Lernen vollzieht sich an Ort und Stelle in einer Schule in unterschiedlichen Räumen, in der Regel in Innenräumen, manchmal auch in Außenräumen, aber der eigentliche Fokus liegt natürlich auf den Klassenräumen, auf den formellen, informellen Lernräumen, also ganz unterschiedliche Raumsituationen, die mit denen wir es hier zu tun haben. In westlichen Gesellschaften verbringen wir ungefähr 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen, in Architektur. 90%! Finde ich schockierend. Ich versuche das nach unten zu korrigieren, aber ich kriege es ja auch heute nicht hin, an diesem heutigen schönen Tag. Also das ist richtig viel Zeit und man merkt allein an einer solchen Zahl, es gibt ganz unterschiedliche Untersuchungen dazu, die schwanken immer, aber das ist ein ganz guter Mittelwert, dass es immens viel Zeit ist und dass das auch eigentlich ein wunderbares Argument für das ist, was wir tagtäglich tun, nämlich Räume schaffen. Es ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Es hat 1980 eine Untersuchung gegeben, wie viel Zeit wir denn in Schulen verbringen. Und dieses Buch heißt treffend 15.000 Stunden. Die Autoren haben ausgerechnet, das ist nicht so schwierig, dass Schüler im Laufe ihrer Zeit 15.000 Stunden in der Schule verbringen. 15.000 Stunden, das sind netto, ich habe es ausgerechnet, 21 Monate. 21 Monate hat Uli Hoeneß in der JVA Landsberg verbracht. Der durfte ab und zu mal nach Hause gehen, das war der Vorteil, aber das ist eine verdammt lange Zeit. Und eine große Wirkung, die Schulgebäude auf unsere Kinder zwangsläufig haben. Das heißt, wir haben eine immens hohe Verantwortung in einer frühen Zeit der frühen Bildung, der Findung, der Persönlichkeitsentwicklung, wie wir mit unseren Schulgebäuden umgehen und wie sie auf Kinder wirken. Wir kennen normalerweise das klassische Klassenzimmer. Da sitzen wir, da verbringen wir die meiste Zeit. So bin ich auch zur Schule gegangen. Und man wartet auf den Moment, in dem man in die Pause entlassen wird. Und alle rennen raus und es ist eine Dynamik und die Energie entlädt sich, weil alle vorher 45 Minuten oder 90 Minuten an einen Ort domestiziert wurden. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind den ganzen Tag in einer Schule. Und es gibt doch nichts Schlimmeres, als nur auf einem unbequemen Stuhl zu sitzen, der auch noch hässlich aussieht. Furchtbar. Ich glaube, diese Verschiedenartigkeit von Räumen, von Bewegung, von Interaktion mit unterschiedlichen Menschen, mit Schülern, mit älteren Schülern, mit jüngeren Schülern, mit Lernbegleitern, wie sie heute zumeist heißen, ist absolut integraler Bestandteil. Wir haben mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, wir haben viele Schülerinterviews geführt, wir haben Lehrerinterviews geführt, wir sind sehr stark in den Dialog getreten und wenn wir uns Lernräume angucken, dann haben wir eins ganz häufig mitbekommen, Schülerinnen haben gesagt, man kann einfach besser lernen, wenn man sich wohlfühlt. Eigentlich irgendwie logisch, aber man weiß ja nicht, was die junge Generation zu diesem Thema sagt, aber das war ein wichtiges Thema. Links die Schule im Hegau, also wir sehen hier einen Flurbereich, der ist ziemlich attraktiv gestaltet und wir sehen hier die Gemeinschaftsschule Neuenstein, die eher klassisch ist, also räumlich. Wir sehen auch noch so eine räumliche Ästhetik einer Schule, wie wir sie kennen, die aber auch aus ganz unterschiedlichen Gründen gut funktioniert. Also dass Räume ansprechend gestaltet sind, am besten auch noch pädagogisch funktionieren, ist ganz wichtig, auch in den Augen der Schülerinnen und Schüler. Es gibt nach Lehrbuch momentan drei Lernraumtypen. Also wie sind Lernräume, formelle Lernräume, nennen wir es mal kurz Klassenraum, organisiert? In der Regel sind es drei. Fangen wir ganz kurz noch mal einmal an, einen Schritt zurück. Es gibt den klassischen Klassenraum, den wir kennen. Das ist dieser eine Raum, von dem ich vorhin sprach. Und das war es im Prinzip. In dieser Logik gibt es einmal den Klassenraum Plus, also einen Klassenraum, den ich erweitern kann. Erweitern für andere Unterrichtsaktivitäten. Also hier findet die Instruktion statt und hier in so kleineren, meistens kleineren Nebenräumen findet individuelles Arbeiten statt oder es findet eine kleine Gruppenarbeit statt, also eine Art Erweiterungsfläche aus dem Klassenraum heraus. Der zweite Typ ist der Typ eines Clusters. Das sind wieder die formelleren Lernräume, also die nennen wir sie wieder Klassenräume. Und sie orientieren sich hier auf eine Clustermitte, auf eine Art Marktplatz, wo Austausch stattfinden kann und wo sie auch in kleinen Gruppen arbeiten können. Das sieht dann manchmal aus wie eine Flurzone, da stehen Tische, da liegen Sitzsäcke rum, das sieht manchmal sehr relaxed aus, ist aber eigentlich eine wichtige Form des Lernens. Das ist eine Form, die wir sehr häufig finden und die sehr häufig angewendet wird. Dann kennen wir noch die offene Lernlandschaft, also ein ganz großer Raum, wo sich Klassen eher weniger abgetrennt ansiedeln und wo ein großer Austausch untereinander stattfinden kann. Sowas wird in der Regel, Sie ahnen das schon, die Akustik ist das größte Problem und die größte Herausforderung fast nie gebaut. Wir haben eine Schule, kommen wir nochmal auf Wutöschingen untersucht, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Die funktioniert nämlich ganz anders und die reichert unser Nachdenken über diese Typologien, die wir gerade ganz stark hinterfragen, ob sie denn noch Bestand haben können, ob sie so richtig sind, ganz stark an.
Hier sehen Sie ein Bild mit diesen Baumhäusern. Das ist ein, nennen wir es mal formeller Lernraum, das ist im Obergeschoss. In diesem großen Raum, das ist ein Raum, sitzen 170 Schülerinnen und Schüler. 170, die individuell arbeiten. Wenn ich das höre, dann denke ich, das ist eine schöne Idee, sieht gut aus, kann niemals funktionieren. Falsch, funktioniert hervorragend. Es herrscht eine unglaubliche Ruhe, eine ganz starke Disziplin. Was passiert hier? Die Schülerinnen und Schüler haben Arbeitsplätze unten, man sieht ja ganz unterschiedlich, hier gibt es Arbeitsplätze, aber auch hier oben. Die Plätze oben sind natürlich toller, da sitzen dann in der Regel die Großen. Am Fenster ist noch besser. Das sind meist 4 bis 5 Schreibtische, die in einem kleinen Cluster zusammenstehen und wo sich Schüler austauschen. Sie haben eine Flüsterkultur. Also es wird ganz leise geflüstert, das ist Bibliotheksatmosphäre, dass alle anderen nicht gestört werden und das funktioniert in diesem Raum ziemlich gut. Wenn man zu langsam ist oder zu schnell, ja, man muss immer das Normtempo halten. Das ist hier nicht. Stichwort Individualisierung. Also Sie lernen sehr selbstgesteuert. Die Lehrer finden Sie in der Regel hier unten. Die sind ansprechbar, wenn es Probleme gibt. Die haben natürlich auch eine, das hat so eine Foucault'sche Raumdisposition. Der Lehrer hat auch viel im Blick, ist auch notwendig und es ist auch eine Ansprechbarkeit da. Das ist ein Arbeitsplatz. Ich sprach eben von dem Thema Aneignung. Ganz wichtig für Schule, für Menschen überhaupt. Einfach einen Platz, den man sich so gestalten kann, dass man sich wohlfühlt. Also Sie sehen das, da hängt Zettel, da hängt der Teddybär, der Gartenzwerg, Unterrichtsmaterial. Das kann da bleiben. Das ist wie ein Schreibtisch im Büro, den man behält und mit dem man tatsächlich dann auch wunderbar arbeiten kann. Ein ganz wichtiger Teil. Und das ist hier ein mehr oder weniger formeller Lernraum. Im Erdgeschoss, dieselbe Schule, kann man runtergehen. Dort befindet sich der Marktplatz. Ich habe eben schon ein Bild gezeigt mit ganz unterschiedlichen Situationen. Hier kann ich mit allen anderen lernen, kann mich austauschen. Das ist ein Zitat eines Schülers aus der Jahrgangsstufe 8. Also man sieht hier ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Man sieht einen Tisch mit den Hochstühlen, man sieht hier Sitzkissen, man sieht dort oben, das kennen wir aus vielen Konferenzbereichen, diese akustisch geschützten kleinen Rauminseln oder Sitzinseln, wo man sich wunderbar unterhalten kann, ohne dass alles Gesprochene ganz stark nach außen dringt. Und viel ist in einem großen Raum durch diese Vorhänge abzutrennen. Also Schüler müssen leise reden, man stört sich nicht, die Akustik funktioniert gut. Man sieht auch, dass jemand dahinter ist, also es ist ein bisschen semitransparent, es ist eine gewisse Kontrolle da, es ist keine Isolation, es ist alles auf Austausch ausgelegt und hier vollzieht sich individuelles Lernen und wir müssen eigentlich fragen, ist es noch ein formeller Lernraum oder ist es schon ein informeller Lernraum, die nämlich eigentlich heute immer wichtiger werden.